Hallo zusammen, herzlich willkommen, da seid ihr endlich hereinspaziert. Heute gibt's die Roomtour. Ja, es hat zwar ein bisschen gedauert, aber jetzt sind wir ready und jetzt zeigen wir euch, wie wir in Berlin leben. Ja, und die Roomtour beginnt natürlich hier gleich mal im Eingangsbereich. Wir haben uns wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben und ist ganz viel Liebe zum Detail. Beginnen einmal hier mit zwei Tropfenspiegeln, damit man checken kann, wie man natürlich aussieht, wenn man rausgeht. Dann haben wir hier einmal eine rollbare Kommode, einmal für Gästejacken. Und hier unten haben wir auch nochmal ein kleines Schuhregal. Hier ein kleiner Beistelltisch, wo ich meine Schals lagere. Und natürlich habe ich mir auch geholt Gästeausschuhe. Also ich liebe das, wenn ich irgendwo zu Besuch bin und ich kriege dann so kleine Gästepantoffeln. Was sagt ihr übrigens zu unseren Partnerpantoffeln? Die sind Kappelpantoffeln. Die sind super. Und hier stehen wir auch gleich auf einem richtig schönen, großen, hellen Läuferteppich. Also der ist wirklich richtig lang und hält das Ganze auch nochmal auf, da wir natürlich auch hier sehr viel schwarze Möbel haben. Unter anderem hier diese Kommode, die haben wir aus München mitgenommen. Da sind auch nochmal Schals und Mützen drin. Und hier nochmal von mir so ein paar, so ein bisschen Technikgerümpel. Also ich habe meine Sachen so generell so ein bisschen hier verteilt. Und dann schaut mal, wie cute das ist. München, Berlin, Berlin, München, ne? Nice, oder? Und so ein kleines, so einen Deko-Keramik-Topf, den ich mega schön finde. Und hier drüben... Wir haben hier ein kleines Gästebad gleich am Anfang. Ich finde das wunderschön, gerade mit dem Beige an der Wand, beziehungsweise die beigen Fliesen an der Wand. Da haben wir ja auch noch Bilder an der Wand, die haben wir auch von München mitgenommen. Kennt man vielleicht auch aus der Münchner Wohnung. Wir haben so versucht, so viele Gegenstände wie möglich aus München mitzunehmen. Und was sagt ihr zu meiner Lampe? Genau, ja. Die bin ich besonders stolz. Sophia liebt diese Lampe. Ich habe nur Lampen in Kugelform gekauft. Also ihr werdet sehen, es sind sehr viele kugelige Lampen hier. Ich weiß nicht warum, aber die haben mir einfach immer am besten gefallen. Dann haben wir hier drüben auch nochmal eine große Garderobe mit da oben. Man braucht auch übrigens hier immer Leiter jetzt. Also mit den hohen Decken ist es wirklich richtig schön, aber muss immer überall hochsteigen. Hier sind auch nochmal unsere ganzen Winterjacken drin, weil wir haben ja keinen Keller mehr, wo wir sie lagern könnten. Deswegen das Chaos erspare ich euch jetzt einfach mal. Außer hier mein Schuhregal. Guck mal, meine Sneakersammlung ist hier zu einem schlanken Regal geworden. Das sind jeweils, in jedem Fach habe ich 4 reingestopft. Ich weiß nicht, ob das Konzept so passt, aber egal. Den Spiegel finde ich auch mega schön. Machen wir einfach im Wohnzimmer weiter, und zwar dem Herzstück von der ganzen Wohnung. Und muss ich dazu viel sagen. Fangen wir am besten einfach mal hier drüben an. Ja, also hier sieht man einmal ein richtig cooles Bücherregal, wo wir schon einige unserer Bücher reingepackt haben, und dann natürlich auch nochmal hier mit richtig coolen Deko-Elementen. Ich bin ein wahnsinniger Fan von diesen Vasen, und hier werdet ihr in der Wohnung ganz viel Pampasgras sehen. Getrocknete Deko, weil diese Pflanzen sind schon tot, die kann ich nicht nur extra töten. Und dann haben wir hier noch eine Kugellampe, wer hätte es gedacht, aber die ist richtig cool. Es ist so ein Set hier nämlich, was alles zusammenpasst. Und dann hier das Sofa. Rafa, komm her. Schnell. Schnell. Ja. Schnell. Oh mein Gott. Ja, das Sofa ist echt, das Sofa ist echt ultra bequem. Es ist so schön. Und ihr wisst, ich bin in so eine Teddy-Sucht verfallen. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Wir haben hier auch diese Kissen. Das ist das weicheste Kissen, was ich je angefasst habe. Und hier auch nochmal alles in Teddy. Es ist eine Leidenschaft. Ja, wirklich. Und das Ding ist, ich habe das Sofa so lieb, dass am besten hier niemand drauf sitzen darf. Und keiner darf hier drauf trinken oder essen oder irgendwas. Man darf hier nur still sitzen. Ich sag's euch, ich werde noch so eine, die das ganze Sofa mit Plastik bezieht. Weil ich nicht will, dass hier irgendwie Schmutz drauf kommt. Aber ich lieb's einfach. Das ist so mein absolutes Traumsofa. Dann haben wir natürlich farblich abgestimmte, passende Kissen dazu. Und das hier, auch diese Decke hier. Tim, fass mal an. Tim, fass mal das kurz an. Ist doch brutal, oder? Hast du schon mal was Weiches angefasst? Dann haben wir hier auch nochmal richtig coole Beistelltische, die man quasi so ineinander schieben kann, aber auch auseinanderziehen, die farblich super gut, eben das ist die gleiche Farbe wie das Bücherregal, und es passt halt eben auch super gut zu dem Holzboden hier. Und dann hier habe ich einmal die zwei Tabletts, einmal Gold und Schwarz, und habe einfach hier ein Ensemble an Kerzen. Ich konnte mich nicht entscheiden, deswegen einmal hier diese wunderschönen dazu passenden goldenen Kerzenständer. Dann
einzeln in der Schale und nochmal Kugelkerzen und so ein bisschen mehr Pampasgras. Und ich habe eben versucht, alles hier so in braun, beige Tönen, schwarz und weiß zu halten. Und dann haben wir über dem Sofa auch nochmal zwei dieser wunderschönen, kann man Gemälde sagen? Es wirkt eher wie so eine Kunstfigur, also quasi mit dieser Struktur. Da habe ich mir ganz viele verschiedene Formen, es gibt zwei Kreise und da habe ich mir eben diese ausgesucht, einmal mit diesen Streifen und einmal mit diesen Quadraten. Kann man vielleicht gerade nicht so krass erkennen, aber man sieht es in Real Life halt gut. Ich habe mir schon überlegt, sowas mal auch selbst zu machen, das könnte auch bestimmt spannend werden. Aber so die beiden eben über dem Sofa sieht halt richtig nice aus. Neben dem Sofa einmal hier eine schwarze Glasvitrine. Ich finde, das macht auch mega was her und die wirkt nicht so wuchtig, weil sie eben auch sehr viel Glasanteil hat und nicht nur schwarz ist. Habe meine Pflanze, meine Monstera hier drauf gestellt. Ich finde, es gibt dem Raum vielleicht eben auch nochmal Höhe. Das finde ich eben richtig schön und ich glaube, der taugt so oben auch ganz gut. Dann haben wir hier eben, habe ich noch passende Vorhänge dazu ausgewählt. Und dann haben wir hier eine kleine, nennt man es Pflanzenleiter, Pflanzentreppe, weiß jetzt gerade nicht. Und habe hier eben nochmal meine ganzen kleinen Pflanzen hingestellt. Und hier drüben meine Feige. Und dann haben wir noch einen Balkon. Ja, genau, der Balkon, den darf ich jetzt vorstellen. Der Balkon besteht eigentlich aus den gleichen Möbeln wie aus München. Genau, aber wir werden hier auf jeden Fall nochmal in Richtung Frühling hier nochmal ein Redesign vornehmen und nochmal das Ganze nochmal gemütlicher gestalten. Aber wir haben hier auf jeden Fall die Möbel aus München, genau die zwei Stühle, den Tisch und eben auch noch die Kommode hier aus München, aus dem Wohnzimmer, die wir herausgestellt haben und eine kleine Sonnenliege, die da hinten versteckt ist. Sobald die Sonne dann im Frühling und im Sommer rauskommt, dann werden wir es uns hier auf jeden Fall gemütlich machen. Und dann haben wir auch in der neuen Wohnung hier einen Schaukelstuhl, auch in passendem Teddyflausch. Ja, und der ist auch ultra gemütlich, aus demselben Stoff wie das Sofa. Das Ding ist, der sieht super massiv und schwer aus, aber der ist total auch total handlich und leicht. Ja, der ist handlich, leicht. Ja, ein bisschen viele Kissen, ja. Ja, aber die Kissen sind doch schön. Ja, voll. Also das ist wirklich so eine richtige Kuschelecke, wo man sich dann ein Buch schnappen kann und dann hier entspannen. Und hier oben haben wir auch nochmal passend zum Wohnzimmertisch, zum Bücherregal, nochmal so ein höheres Hängeregal mit meinen Hängepflanzen und nochmal einem passenden Bild dazu und den Vasen da oben. Die liebe ich auch ganz hart. Das sind Hocker, die man auch nochmal für Gäste, die können sich dann eben aufs Sofa chillen, auf den Schaukelstuhl oder hier auf diese beiden Geschichten. Und die bieten aber auch nochmal Stauraum. Was ich jetzt hier nochmal drin habe, ist auch nochmal Weihnachtsdeko. Die hatten wir hier, wo die Wohnung noch nicht fertig war, hatten wir auch so ein bisschen Sternchen hier überall. Und dann hier in dem anderen Puff habe ich einfach eine zweite Gästedecke. Und wer hätte es gedacht? Im Teddyflausch. Also wirklich, es ist eine Sucht. Das kann man schon als Sucht bezeichnen. Und das ist eben super praktisch. Passend dazu wieder eine Kugelleuchte. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Goldanteil in der neuen Wohnung haben werde, weil ich ja eher so ein Silver Girl bin. Aber jetzt hier ist wirklich sehr viel Gold entstanden, was ja einfach ein bisschen eine Wärme ausstrahlt, oder? Und dann kommen wir zu Raffas Favorite Piece. Also meinst du ja das Sofa. Raffas Favorite Piece. Mein Favorite Piece natürlich der Fernseher, beziehungsweise die Kommode darunter. ja, ich finde die wirklich wunderschön. Die ist aus Metall. Aber wie gesagt, ist wunderschön mit dem Schwarz, mit den Türen. Ich finde, die passt hier super rein, auch mit den Füßen, weil die irgendwie so, sag ich mal, dünn sind, aber trotzdem oben, sag ich mal, das eher massivere Teil wirkt das Ganze eigentlich sehr elegant im Raum. Und dann haben wir hier noch meine Truhe, die wir auch aus München mitgenommen haben. Die habe ich mal von einem Flohmarkt aus Spanien, haben wir die mitgenommen. Ich glaube, dass die echt alt ist. Antik kann man schon, nee, Antik ist schon wieder zu gewagter Ausdruck, oder? Egal. Jedenfalls kommen wir hier auch in den Küchenbereich und man sieht hier, ich habe schon für uns fleißig gedeckt. Und zwar mit auch neuem Geschirr, was wir haben. Wir sind auch hier sehr im Schwarz-Weiß-Bereich geblieben. Also einmal diese schönen Tassen in diesem, ist eher gar nicht so ein rein Weiß. Aber das wirkt total cool, haben wir eben in beiden Farben. Und dann hier einmal Teller mit diesen und Schüsseln mit diesem Streifenmuster, das ist in Schwarz. Und dann die hellen Sachen sind dann quasi mit diesem Tupfenmuster und auch richtig schön. Und hier hinten nochmal eine kleine Blumenleitertreppe sozusagen mit nochmal ein bisschen Salat oben drauf. Ist kein Salat, aber ein bisschen Pflanzen und eine Obstschale, die ich mir schon so lange gewünscht habe. Und zwar, ich wollte schon immer so eine Naturholz-massive Obstschale. Ich finde, die sehen so schön aus. Ich habe leider vergessen, welches Holz das ist.
Aber es ist einfach wunderschön. Ja, und was darf über der Theke natürlich nicht fehlen? Eine Kugellampe. Die passt perfekt über die Theke hin und eben passt auch perfekt zusammen mit der kleinen Kugelstehlampe und mit der großen. Und haben eben auch nochmal hier richtig schöne schwarze Samtbarhocker, die auch nochmal drehbar sind. Ja, und was ihr hier seht, ist in Kooperation mit Möbel Jack. Da geht nochmal ein riesengroßes Dankeschön raus, weil ich bin mit dem Ergebnis einfach so, so happy. Bist du auch glücklich? Ja, ich bin mega glücklich. Also vielen, vielen lieben Dank dafür, auch dass das alles mit dem Aufbau so gut geklappt hat. Und ja, also hier lässt sich echt gut leben. Voll. Und Möbel Jack ist ein cooles und junges Unternehmen. Und die haben eben günstige Möbel, wunderschöne Deko, super weiche Textilien und eben auch Geschirr und vieles, vieles mehr. Und wenn ihr jetzt sagt, boah, mir hat jetzt echt was von dir gefallen, Sophia, das möchte ich auch für mich zu Hause und ihr vielleicht bei euch zu Hause neu oder umgestalten wollt, dann habe ich jetzt eine Aktion für euch. Und zwar bekommt ihr mit dem Code SOPHIA10 10% Rabatt auf einen Warenkorbwert ab 40 Euro. Und ihr müsst auch nicht lange warten, weil die Möbel werden sofort geliefert. Und ihr habt auch noch zusätzlich einen Monat Rückgaberecht und einen kostenfreien Versand ab 30 Euro. Da würde ich sagen, schaut doch gerne mal beim Shop vorbei. Ich packe euch den Link unten in die Infobox rein und gönnt euch was Schönes. Ja, und dann haben wir einfach noch die Küche mit verschiedenen Küchengeräten. Ihr kennt es wahrscheinlich noch aus München, Kaffeemaschine, Wasserkocher, noch ein paar Dekoartikel, eine Mikrowelle und dann auch nochmal hier einen Ofen, der aber leider nicht sauber ist. Deswegen wird der nicht so gezeigt und würde sagen, wir gehen zum nächsten Zimmer. Dann geht es hier einmal in den Flur. Sieht man auch hier jetzt erstmal einfach Spiegelheiten und noch ein bisschen Deko. Und hier drüben kommt man in das größere Bad. Mit einem so leichten Summen der Abzugshaube, aber das ist halt so bei Bädern ohne Fenstern so. Das ist halt so Story of my life, aber egal. Und genau, hier haben wir eben das Bad, wo ich mich auch drin schminke. Wir haben hier einmal noch eine Badewanne, die ich schon einmal benutzt habe. Mhm. Und dann hier auch nochmal Deko. Fragt mich nicht, was ich mir bei der Deko manchmal gedacht habe. Das ist so eine Mischung aus Schwarzwald und Tropen. Dann ganz viel Goldanteil und mein Make-up. Ich habe tatsächlich schon ein bisschen was weggeräumt, aber das sind so die Basics, die ich immer am meisten verwende. Und ich habe mir dieses Mal auch bei diesem Bad was für mich persönlich gegönnt, was ich mir schon immer gewünscht habe. Und das ist dieser Spiegel hier. Ich habe mir schon, kennt ihr das beim Hotel, wenn an der Wand ein Spiegel ist, ihr könnt den so zu euch ranziehen und ihr habt hier verschiedene Lichtstufen. Also haben wir hier kaltes Licht, warmes Licht und so weiter. Und das habe ich mir schon immer gewünscht. Und das ist so toll, ich sag's euch, kann ich sehr empfehlen. Und macht mich sehr glücklich. Und dann haben wir auch noch ein wichtiges Zimmer. Eine kleine Rumpelkammer. Ohne Licht zu kurz. Wir haben jetzt unser Kellerersatz, wo wir jetzt quasi alles reinstopfen, was irgendwie weggestopft werden muss. Ja, man kennt's, Werkzeug, irgendwas, was in keine Kategorie so richtig passt und man in keine Schublade stecken möchte. Das kommt alles da rein. Genau, und dann geht's weiter hier rüber in ein Arbeitszimmer bzw. Gästezimmer. Und ja, hier sitze ich meistens, wenn ich Homeoffice mache. Und genau, hier haben wir ja einen Schreibtisch, wir haben hier auch, finde ich, einen schönen Wandschrank, wo man Sachen verstauen kann, der was hermacht. Und unten drunter natürlich ein Kaktus und meine zwei Gitarren. Ich muss aber tatsächlich öfters darauf spielen. Ist schon tatsächlich eine Zeit her, dass ich damit gespielt habe, aber freue mich natürlich, die wieder mal in die Hand zu nehmen. Genau, und das Zimmer. Ansonsten, was gibt's hier? Natürlich noch ein Gästebett mit zwei Hängelampen, um die sich Sophia mit sehr, sehr viel Mühe gekümmert hat. Ich wollte unbedingt diese zwei Kugeln links und rechts hier in dem Bett haben. Und was natürlich hier das Wim Hof-Bild besser hervorhebt. Also für diejenigen, die seit 2016 mit dabei sind, wissen, wovon ich spreche. Das ist ein Original Wim Hof. Und das ist, soweit ich weiß, der Kilimanjaro. Und das sind Wasserbüffel. Und er hat gesagt, das bin ich. Weil ich ein Wasser stark wie ein Büffel bin. Und dann haben wir hier auch noch den zweiten Balkon, der noch nicht so ganz so ein Konzept hat. Es ist ein Stuhl, ein Beistelltisch, eine Laterne und ein Weihnachtsdeko-Gegenstand. Deswegen, da müssen wir uns auch noch ein paar Gedanken machen. Aber wenn, dann sind wir sowieso meistens auf dem größeren Balkon. Und genau, hier übernachten dann auch unsere Gäste. Genau, und hier hängt natürlich auch noch ein Bild aus Istanbul. Das ist der Galata-Turm. Und ich bin in Istanbul aufgewachsen und bin direkt neben diesem Turm zur Schule gegangen. Das heißt, das ist ein großes Stück Kindheit, was da hängt und was ich sehr gerne an der Wand habe und mich jeden Tag freut. Dann geht es noch rüber zum letzten Zimmer und zwar
unser Schlafzimmer. Es ist ein bisschen dunkel geworden, weil ich die Glühbirnen nicht richtig gewählt habe. Man sieht es, es ist irgendwie an, aber auch irgendwie gefühlt nicht. Das ist noch die Lampe, die bei uns in München im Wohnzimmer hing. Und habe hier eigentlich so das meiste auch in München untergebracht. Vielleicht erkennt ihr es ja auch aus meinem Video wieder. Also einmal hier das Bett auch aus München, das große. Und dann hier unsere beiden Nachttischlampen. Das hier war tatsächlich früher unser TV-Board, wo der Fernseher drauf gestanden ist im Wohnzimmer. Die Pflanze stand damals in München in unserem Büro, die haben wir mitgenommen. Und wenn wir hier rüber gehen, dann haben wir auch wieder, ich habe zu viele Körbe, ich weiß gar nicht mehr, was ich damit machen soll. Deswegen, das sind Klamotten, die ich eigentlich aufräumen müsste, die ich gemacht habe. Da ist noch nichts drin und hier ist eine neue Pflanze, die hoffentlich überleben wird, die schon ein bisschen Stütze bekommt. Die braucht einfach ein bisschen Unterstützung. Und das hier ist eben dieses ganze Regalkonstrukt, was auch in München in unserem Wohnzimmer gestanden hat. Eben auch nochmal mit Fernseher und Bildern und verschiedenen Deko-Gegenständen. Hier habe ich auch, weiß nicht, ob das so eine gute Lösung ist, aber meine Körbe mit meinen ganzen Bikinis reingemacht. Weil wenn ich Eisbaden gehe, muss ich schnell was rausreißen und let's go. Und dann hier drüben haben wir noch einen Schrank übernommen. Ich stelle mich mal hier bewusst vor mein Kratzler-Eck. Wir haben zwar jetzt eine Rumpelkammer, aber da hinten ist auch so eine Art Kratzler-Eck, da schaut es ziemlich aus. Und hier haben wir einmal den schönen Schrank, Themawechsel, von unserem Vormieter übernommen. Und haben jetzt auch gut Platz, also zwei Drittel für mich und ein Drittel für Rafa. Ja, das Thema mit dem keinen Platz, das ist so, das hatten wir in München tatsächlich. Und da hatte ich nur so wenig Raum für Kleidung. Und deshalb ist jetzt dieser große Schrank hier echt ein Traum. Ach, schön. Ja, dieser Sofa. Gefällt's dir? Ja, es ist echt mega. Also, ich muss sagen, diese Wohnung, die Einrichtung, die Stadt, wir haben echt alles richtig gemacht. Ja. Und echt vielen lieben Dank dafür, dass du dir so viel Mühe gegeben hast. Ach so, klar, du hast auch mitbestimmt so ein bisschen. Ich habe dir manchmal ein paar Sachen zugeschickt, du meintest das, ja, ja, so, so. Ja, fairerweise habe ich mich da ein bisschen zurückgezogen, aber das ist echt super. Und ich muss sagen, in Berlin fühle ich mich super, super wohl. So eine pulsierende Stadt und im Vergleich zu München echt auch ein starker Kontrast. Aber auch genau das, was wir ein bisschen so gebraucht haben, glaube ich. Und dann die Wohnung als Rückzugsort ist natürlich auch super. Ja, also mit der Wohnung fühlen wir uns echt richtig wohl hier in Berlin. Das ist wirklich der ideale Start. Und nicht vergessen, wenn ihr jetzt eben auch Bock habt, für euer Zuhause euch sowas zu holen, dann packt ihr euch den Möbel-Jack-Link einmal unten in die Infobox rein und Sophia 10 nicht vergessen, damit ihr euch noch ein bisschen was sparen könnt. Also nochmal danke, 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 Möbel-Jack. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben und euch die Einrichtung gefällt oder ihr es vielleicht anders eingerichtet hättet, schreibt es unten in die Kommentare rein. Ich verlinke euch auch nochmal meine letzten beiden Videos und dann sehen wir uns hoffentlich auch nächste Woche wieder. Bis bald. Ciao. Ciao.